Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst zum Jahreswechsel hier aus der Kilianskirche in Heilbronn. Wir freuen uns sehr, mit Ihnen zusammen diesen Gottesdienst feiern zu können. Gerade jetzt auch im Livestream oder später. Schön, dass Sie mit dabei sind. Für uns der Livestream eine Premiere, die wir gerne für Sie vorbereitet haben. Unsere Zeit steht in deinen Händen, Gott. Das war im Jahr 2020 so und das soll auch das neue Jahr prägen. Was war das für ein Jahr? Zeit verging und niemand konnte vorhersagen, was kam. Was wird das für ein Jahr? Zeit wieder in Gottes Hand. Beten wir davon. Ewiger Gott, unsere Jahre eilen dahin und wir wissen nicht, was aus uns wird. Doch du bist der Herr der Zeiten. In deiner Hand steht unsere Zeit. Wenn wir über die Schwelle der Jahre treten, gib uns den Mut zum Loslassen. Befreie uns aus dem Bann falscher Entscheidungen. Bewahre uns vor dem Druck unnötiger Sorgen. Schenke uns die Zuversicht und das getroste Herz derer, die auf dich vertrauen. In dir sind wir geborgen, heute und morgen und in Ewigkeit. Amen. Und getröstet.
Die Schriftlesung hören wir aus Römer 8. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Halleluja!
kommt. Und wir sind unterwegs. Was ist das für eine Zeit? Nicht nur wegen des einen ganz großen Themas, das uns derzeit beschäftigt. Jahreswechsel, Übergangszeit. Zeit, die war, Zeit, die kommt. Und wir unterwegs. Was war das für ein Jahr 2020? Und was wird uns erwarten? Werden es schwere, schwierige Zeiten sein? Und wie kommen wir mit all dem klar, was war? Solche Unterwegsgeschichten kennt die Bibel einige. Und eine davon hören wir jetzt aus dem 2. Mosebuch im 13. Kapitel. Und das Volk zog aus von Sukkot. Sie lagerten sich in Etam am Rand der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule vom Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Diese Geschichte beginnt mit einem ganz, ganz großen Zuspruch. Wir sind, egal auf welchem Weg und wenn es auch ein Wüster wäre, nie allein. Und der, der uns begleitet, geht uns voraus. Gott schickt uns nicht ins Neue mal dahin und käme dann irgendwann hinterher, sondern er geht, egal was kommt, immer vorne. Er schützt und begleitet und leitet uns. Die zwei Zeichen für das Volk damals, das waren zwei besondere, eigentümliche, eigenartige Zeichen. Die Wolke und das Feuer. So begleitet Gott. Schauen wir uns zunächst an die Wolke. Sie verhüllt ja und enthüllt gleichzeitig. Sie verbirgt, obwohl sie deutlich sichtbar ist. So hat sich Gott gezeigt an dem großen Berg in der Wolke, unsichtbar und doch deutlich merkbar. Und als Jesus dann im engsten Jüngerkreis allein auf dem Berg ist, da ist sie wieder da, diese Wolke, diese helle Wolke, die aber doch auch verbirgt. Ist es nicht so, dass wir die Gegenwart Gottes genau so in diesem Zwiespalt immer wieder in unserem Leben erleben? Deutlich, verborgen, verhüllt, enthüllt. Und so in Stücken und manchmal auch in Bruchstücken, so begleitet Gott und so hilft er. Und so wollen wir auch auf der Seite der Menschen sein, die Hilfe brauchen. Nehmen wir ein ganz praktisches Beispiel. Menschen, die ohne Wohnung unterwegs sind, aus den unterschiedlichsten Gründen. Menschen, die in diesem Sinne vom Grundlegendsten ausgeschlossen sind. Wir wollen uns um sie kümmern. Menschen aus der Diakonie kümmern sich darum. Und deswegen steht hier vor der Kilianskirche ein Mini-Modulhaus. Ein Angebot für Leute, die keine Wohnung haben, dass sie doch unterkommen, dass sie doch einen Platz haben. Ja, der Platz ist nicht groß genug. Er bietet nur das aller Nötigste. In diesem Sinne ist die helfende Gegenwart von uns auch verhüllt. Aber gleichzeitig ist da Platz, ist da Raum, ist da ein Dach über dem Kopf und alles, was ein Mensch braucht. In diesem Sinne ist es auch ganz da, wie eben die Wolke. Lassen wir uns so mit Menschen unterwegs sein. Bei all dem, was wir auch immer wieder nur im Fragmentarischen tun, dass wir es zeigen, dass wir es leben. Gott begleitet, Gott schenkt ein Zuhause. Das Zweite, das ist das Feuer. Ähnlich zwiespältig. Auf der einen Seite verzehrt es und auf der anderen Seite entzündet, begeistert und erleuchtet es. So ist die Gegenwart Gottes in unserem Leben.
Und ich denke, viele könnten aus diesem Jahr solche Geschichten erzählen, von dem, was uns verzehrt, aufgezehrt hat, was unseren Mut auch aufgebraucht hat, was unsere Kraft auch ans Ende gebracht hat. Und dem, was neu entzündet wurde, was neu und auch kreativ und auch aus Trost und Hoffnung und Liebe und Glaube heraus wieder entstanden ist, in so einem besonderen Jahr. Auch dazu eine Geschichte aus einem Pflegeheim. Sie ist schon lange dement und die Tochter kümmert sich immer wieder um ihre Mutter. Sie ist für sie da, Besuch. Aber jetzt auf einmal in der Corona-Zeit ist das nicht möglich. Wie kommt dann der Kontakt zustande, wenn eh doch eigentlich alles sich schon in einer eigenen Welt des Vergessens abspielt? Die Tochter ist Musikerin. Und ans Bett der Mutter wird das Tablet gebracht mit einem aufgenommenen Kanon. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wohnung und ich dir danke, dass du mir hilfst. So singt die Tochter. Und das Unfassbare geschieht. Die Mutter sieht und hört und beginnt, die nächste Kanonstimme zu singen. Und das für sich mit hineinzunehmen in ihr vergessenes Leben. Dass du mir hilfst. Du Gott. Was für ein Feuer entsteht da in einem Menschen und auch in denen, die diese Geschichte hören. In Feuer und Wolke begleitet uns Gott auch ins neue Jahr hinein. Noch ein letzter Gedanke. Die Anwesenheit in Wolke und Feuer wird im zweiten Buch Mose mit Schechinah beschrieben. Das heißt auf gut Deutsch eigentlich Wohnung. Und dahinter steht eine geniale Verheißung. Gott ist bei uns nicht da und dort Gast. Er ist nicht quasi bei uns im Feriendomizil. Er ist nicht auf Campingurlaub oder auf Promotion-Tour oder auf Kuraufenthalt, sondern diese Welt und unser Leben gegenwärtig ist seine Heimat, seine Wohnung. Auf diesem Hintergrund hat das Johannesevangelium dann auch so geschrieben: Gott wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit und er entzündet in uns alles, was wir brauchen. Der ewig Lebendige. Jesus ist in diesem Sinn die Wohnung Gottes in Person, Wolke und Feuer in einem. Und wir haben bei ihm ein Zuhause, haben alles, was wir brauchen, zum Jahresausklang und fürs neue Jahr. Wohnung, nicht nur Gastrecht da und dort. Er ist bei uns, er bleibt bei uns. Unter seiner Güte und Gnade beenden wir das Jahr 2020 und unter seiner Gnade gehen wir ins neue Jahr. Amen. Time.
Wir beten. Barmherziger, gnädiger Gott, in den Übergängen unseres Lebens sind wir oft unsicher, was uns erwartet. Persönlich, als Familie, in unserer Stadt, unserem Land, auf unserer Erde. Wir schwanken zwischen Hoffnung und Sorge. Gib uns ein festes Herz zum Ende dieses Jahres und zu Beginn des Neuen. Wir bitten dich, lieber Vater im Himmel, um Kraft für unseren Auftrag auf dieser Erde. Licht und Salz zu sein. Lass uns angesichts der Alltags- und Weltprobleme nicht müde werden, nicht aufgeben. Lass uns Mut fassen, für dein Evangelium einzutreten und mit Wort und Tat dafür einzustehen. Und wir bitten dich für diese Welt, geschunden von Angst und Tod, gefährdet durch die Pandemie und Unsicherheit, Flucht und Sorge, Erdbebenopfer. Schenke du Wege zum Frieden in vielen Krisensituationen dieser Welt. Begleite ins Ungewisse Neue. Wir nennen dir die Erfahrungen des vergangenen Jahres, Menschen, denen wir begegnet sind, auch Abschiede, die wir nehmen mussten, Erwartungen, die uns jetzt bewegen, und bringen in dem Moment der Stille vor dich ein Anliegen. Herr, erbarme dich, denn dir vertrauen wir. Glaube, Hoffnung, Liebe bleiben, gerade die Liebe, deine Liebe, das Größte. Wir danken dir und beten weiter, voreinander, füreinander und miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Streaming-Gottesdienst aus der Kilianskirche in Heilbronn. Unser ganzes Team, wir alle, wünschen Ihnen ein friedliches, ein gutes, neues Jahr 2021. Gehen wir in dieses Jahr als die Gesegneten Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Thank you.